Vitamin B8, Inosit oder Inositol genannt, früher als Muskelzucker bekannt, seine erstaunlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Gerade wenn es ums Wohlbefinden geht, gerade wenn es um die Energiebereitstellung in einzelnen Zellen geht, ist dieses semi-essentielle Vitamin jetzt äußerst wichtig für dich. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutke. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt oder abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Vitamin B8, Inosit oder Inositol genannt, und seine Wirkung im menschlichen Körper. An was für Baustellen setzt das an, das semi-essentielle Vitamin, und was für positive Effekte kannst du davon erwarten? Und die gute Nachricht gleich einmal zu Anfang: Inositol kann der menschliche Körper selber bilden, aus Glucose heraus. Und deswegen wird Vitamin B8 zumeist jetzt auch als vitaminähnliche Substanz bezeichnet oder betrachtet, da es der Körper ja natürlich selber herstellen kann. Und im menschlichen Körper wird Inosit oder Inositol eigentlich nur in Verbindung mit Phosphaten verästert, sozusagen jetzt herangezogen zur Verstoffwechselung oder überhaupt für die Baustellen, wo es arbeiten muss. Was auch noch wichtig zu wissen ist, Inositol kann in verschiedenen Strukturformen, also Isomeren, vorkommen. Das Isomer, was am meisten Bekanntheit erlangt hat, ist das Mioinositol und teilweise dann auch das Dekiroinositol. Und es hat in den meisten Studien, ist immer das auch angezogen worden und hat dort hervorragende Resultate gezeigt. Studien natürlich unten verlinkt, kann man sich gerne anschauen, zu gewissen Themen gehen wir jetzt kurz drüber. Und bei der ersten Studie hat es ähnliche Wirkweise gezeigt wie das bekannte Medikament Metformin, was ja unsere Zellen jetzt wieder insulinsensitiver macht. Und das wurde gerade bei PCOS-Patientinnen ausgetestet und hat dort sehr gute Wirkungen gezeigt. Also wirklich vergleichbar mit der Gabe von Metformin. Bei der zweiten Studie geht es jetzt rein, sozusagen die Wirkung von Inositol auf das menschliche Gehirn oder auf das Nervensystem, auf die Neurotransmitter. Und in dieser Studie wurden Patienten mit Zwangsstörung mit Inositol behandelt. Und das war eine Zwangsstörung, die heißt Trichotillomanie. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Und bei dieser Erkrankung reißen sich die Patienten, also die Betroffenen, zwanghaft die Haare aus. Und da konnte eine äußerst positive Wirkung mit Inositol dann gewährleistet werden, also dass sich die Symptome nach unten reduzieren. Dritte Studie, auch unten verlinkt natürlich, der positive Einfluss von Inositol, jetzt in höheren Gaben, muss man sich dann immer anschauen in der Studie, wie viel gegeben wurde, in Verbindung mit einem Selenpräparat auf Hashimoto-Patienten. Gerade bei der Symptomatik, also die Verbindung mit Selen, konnte dort auch sehr gute Resultate erzielen. Und jetzt dann natürlich die wichtigste Frage, was uns alle persönlich natürlich jetzt interessiert, nehme ich einmal an. Wie wirkt Vitamin 8 im menschlichen Körper und auf was für Baustellen wirkt es? Also sozusagen, wenn ich jetzt gewisse Symptomatiken habe, macht das überhaupt Sinn, dass ich es verstärkt jetzt vielleicht als Supplement einnehme oder einfach durch gesunde Ernährung, dass mir dieser Stand an Vitamin B8 dann in der Ernährung dann schon ausreicht. Bin ich gut aufgestellt? Und da müssen wir uns als erstes jetzt einmal die drei Hormone anschauen, wo es speziell wirkt. Und schauen wir uns jetzt einmal die drei Hormone an, wo das Inositol jetzt verstärkt wirkt und die positiven regulierenden Auswirkungen sozusagen hat auf die drei Hormone. Und das wäre als erstes das FSH-Hormon, das follikelstimulierende Hormon bei der Frau. Das hat sehr positiven Einfluss, deswegen jetzt gerade bei der Studie bei PCOS-Patientinnen und bei Menstruationsbeschwerden hilft es da auch sehr. Zweitens jetzt beim TSH-Hormon. Schilddrüsenhormon, sozusagen das Schilddrüsenhormon regulierende Hormon, das Signal, dass Schilddrüsenhormone produziert werden, und da wirkt es auch äußerst regulierend drauf. Und das dritte Hormon, was sehr großen Einfluss drauf hat, ist das Insulin, weil, wie gesagt, bei der Studie jetzt mit dem Metformin, da muss Inositol den Vergleich nicht scheuen, das heißt, Inositol hat bei der einzelnen Zelle eine Wirkung, dass sie die Zelle wieder insulinsensitiver macht, also eine Wirkung auf die Rezeptoren dort. Berberin wäre jetzt zum Beispiel auch in der Schiene noch dabei, als Alternative zu einem Medikament jetzt. Und weiters hat es natürlich an anderen Baustellen im menschlichen Körper auch noch ein gewaltiges Wort mitzureden, schauen wir es uns noch kurz an. Und gerade, wie gesagt, im Gehirn jetzt bei den Neurotransmittern und beim Serotoninhaushalt spielt es eine entscheidende Rolle. Und natürlich jetzt durch den Einfluss auf die einzelne Zelle, dass Insulin jetzt wieder besser wirken kann an der einzelnen Zelle, natürlich auch bei der Energiebereitstellung der Gehirnzellen. Also äußerst positiven Einfluss dort, senkt dir den Cholesterinspiegel, steigert dir die Fruchtbarkeit. Und gerade für die Stimmung, für die positive Stimmung in dir, da kann das Vitamin B8 natürlich auch noch seinen Beitrag leisten. Schauen wir uns das jetzt an. Es bringt sozusagen jetzt Ruhe ins System über einen gewissen Verstoffwechselungsweg. Denn natürlich,
gerade Nahrungseinheiten, die jetzt stark an Kohlenhydraten sind, enthalten noch kleinere Mengen dieses Zuckeralkohols, dieses Vitamins, und die sind immanent wichtig, gerade wenn du jetzt sehr kohlenhydratlastig, sehr zuckerlastig unterwegs bist, dass du genau den jetzt noch neben den Ballaststoffen sozusagen als Buffer dann dabei hast für die Stimmung jetzt. Der Ballaststoff wäre ja bei der Verdauung der Buffer, dass nicht zu schnell Energie ins Blut geht. Und gerade dieser Zuckeralkohol ist jetzt von mentaler Seite her sozusagen so ein Buffer. Das ist nämlich verstärkt jetzt im Milligrammbereich jetzt in Früchten drinnen, im Getreide drinnen. Aber da reden wir von 10 Milligramm pro 100 Gramm, also relativ wenig. Bei Früchten wären es ungefähr 2 Milligramm pro 100 Gramm. Also Lebensmittel mit vielleicht nicht so einem hohen Kohlenhydratanteil wären dann Nüsse und Saaten, und da wäre der Inhalt von Vitamin B6 jetzt auch ungefähr zwischen 2 bis 3 Milligramm. Das wäre vielleicht die bessere Wahl, da bekommst du jetzt natürlich eher positive Effekte und hast jetzt nicht so eine hohe Kohlenhydrat- oder Zuckerlast in deinem Lebensmittel. Und deswegen brechen wir es jetzt einmal runter, die 5 Benefits, die du erwarten kannst, wenn du es jetzt verstärkt in einer Nahrung hast oder vielleicht supplementierst, wenn du sagst, du möchtest positive Benefits haben. Das Erste, es wirkt jetzt einmal gegen Angst und depressive Verstimmungen. Zweitens natürlich äußerst wichtig, immer, es macht dieses Zellen jetzt wieder insulinsensitiver. Beugt jetzt einer Insulinresistenz jetzt nicht wirklich vor, aber natürlich, wenn die Ernährung dann dementsprechend noch geändert wird, als Helferlein sehr gut in der Symptomatik. Drittens wirkt sich äußerst positiv auf den Menstruationszyklus aus, dass der ordnungsgemäß läuft, vor allem von hormoneller Seite her, und natürlich auch auf die Fruchtbarkeit bei der Frau jetzt, aber auch beim Mann, denn auch hier hat es ein Wörtchen mitzureden bei der Spermienproduktion. Viertens, auch wichtig, stressreduzierend, wirkt sehr gut aufs zentrale Nervensystem und natürlich jetzt auch positiver Stimmungsaufheller ein kleiner. Also, dass du ausgeglichener bist, dass es nicht zu starken Stimmungsschwankungen kommt. Fünftens, jetzt fast schon der wichtigste Punkt, nicht nur, dass die Zellen insulinsensitiver werden, das ist sozusagen jetzt das Vitamin B8, wäre ein leicht süßliches Vitamin, und das reguliert jetzt sozusagen dein Hungersättigungsgefühl jetzt wieder etwas besser, das heißt, es kommt nicht so stark zu Fressattacken, zum Binge-Eating. Über die Ernährung, wie gesagt, es ist gerade in kohlenhydratlastigen Nahrungsmitteln jetzt vielleicht verstärkter drinnen, jetzt hast du aber dort sehr viel Glucose drinnen, da wird natürlich proportional jetzt mehr von dem Vitamin B8 verstoffwechselt, benötigst aber von der Seite jetzt wieder mehr. Das heißt, wenn du jetzt die positiven Effekte vom Vitamin B8 haben willst, wird vermutlich eine Supplementierung nicht umgangen werden können. Das heißt, schau mal, wie es bei der Supplementierung ausschaut. Und es gibt viele Präparate mit Cholin und Inositol mit dem Vitamin B8. Und da geht es jetzt gerade in die Lebergesundheit rein, denn Inositol hat jetzt auch bei der Fettverstoffwechselung, beim Fettstoffwechsel sehr positive Auswirkungen, und gerade Cholin hilft jetzt bei einer Leberentfettung zum Beispiel. Macht durchaus Sinn, so ein Kombipräparat, da geht es aber eher in Richtung Lebergesundheit rein. Aber generell jetzt bei der Supplementierung, was man beachten sollte, eine Studie habe ich unten verlinkt, die positiven Effekte von Mia-Inositol und die Chiro-Inositol. Einmal gegenübergestellt, einmal drüber schauen, was man da bevorzugen will, aber die meisten Studien haben jetzt eigentlich als Supplementierung immer das Mio-Inositol, und die positiven Wirkungen der Studie beziehen sich eben auf dieses Isomer. Das heißt, die anderen Isomere können auch positive Effekte haben, das ist aber mit Studien noch nicht wirklich belegt. Vom Preisgefüge her, das haben wir jetzt mal kurz angeschaut, ein bisschen recherchiert, und da bist du bei den Kapseln ungefähr pro 100 Gramm, also wenn du 100 Gramm in Kapseln jetzt kaufst, bist du ungefähr bei 20 bis 25 Euro. Wenn du es jetzt als Pulver kaufst, bist du bei 100 Gramm ungefähr zwischen 10 und 12 Euro. Unterstützend bei der Einnahme wäre dann vielleicht noch jetzt nicht unbedingt als Präparat, vielleicht in Ernährung mehr Folsäure rein, hat sehr unterstützende Wirkung, und wenn es jetzt gerade um die Insulinsensibilität der Zellen geht, ist natürlich kaum jetzt auch immer äußerst wichtig. So, wichtige weitere Videos jetzt bei den Symptomatiken zur Schilddrüse natürlich und zum Serotonin, oben in die Infocard geknallt, mal drüber schauen, und vielleicht noch zum Vitalstoffkalender, dass man es ausreichend in Ernährung hat. Wie gesagt, beim Vitamin B8 ist das relativ schwierig, weil jetzt gerade die Lebensmittel, wo es verstärkt ist, ist eigentlich nirgends wirklich drinnen im Milligrammbereich. Aber gerade diese werden dann wieder sehr zuckerkohlenhydratlastig. Nicht zuckerlastig nicht, aber kohlenhydratlastig. Und der Körper verstoffwechselt aus Glucose raus, und zu viel Glucose solltest du aber auch nicht haben. Und Vitamin B8 vielleicht als Supplement, wenn man gewisse Beschwerden hat, jetzt gerade mit Unausgeglichenheit oder vielleicht, wenn man schon zu Fressattacken neigt, etc., wenn man ein Problem mit Zuckerentzug hat, etc., da bei diesen Beschwerden ist das sicher durchaus hilfreich. So, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen.
Zu weiteren Fragen zu diesen oder anderen Videos, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt reinknallen unten, teilt bitte das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.